Kurznachrichten. BAP, jahrzehntelang öffentlich-rechtlicher Rundfunk. Recherchiert die Referenten im Donbass, ist dort vor Ort, möchte beide Seiten hören. Das führt dazu, dass ihm Lehraufträge gestrichen werden. BAP zieht vor Gericht und gewinnt. Und nun das Dossier. Er lässt sich interviewen von Flavio von Witzleben. Das bei einer Redaktionskonferenz von Manova, ihr dem Rubicon. Es ist immer sehr angenehm, hier zu sein bei Manova, weil wir auf hohem Niveau, durchaus vernunftgeleitet, argumentationsbasiert, in Anerkennung unterschiedlicher Meinungen und Positionen diskutieren können. Und das macht Spaß. Ich stutze, Redaktionskonferenz auch schon letztes Jahr. BAP, Redakteur Rubicon Manova. Das geht zumindest über die normale Meinungsäußerung hinaus. Sollte es monetär gefügt sein, ergäbe sich mir zumindest unabhängig von inhaltlichen Differenzen die Möglichkeit einer Handhabe, die ihn nicht sprechen lassen wollen, Veranlassung zum Handeln gab. Wie schon gesagt, BAP siegte. Und gibt sich nun außergewöhnlich staatsmännisch zum juristischen Stand. Ich bin erleichtert, dass die Universität Kiel auf den Instanzenzug verzichtet hat. Somit ist das Urteil rechtskräftig und wir haben Rechtssicherheit. Zum Hintergrund, ich habe die Universität Kiel verklagt. Denn sie hat meinen bereits existierenden Lehrauftrag für das zurückliegende Semester aufgehoben. Warum? Weil ich in der Ukraine recherchiert habe für ein Buch. Dieses Buch auf beiden Seiten der Front erscheint Anfang Oktober und es beschreibt meine Reisen in die Ukraine. Meine Reisen in den westlichen Teil des Landes und meine Reisen in den russisch besetzten Teil, in den Donbass. Und dabei spielten die Referenten zunächst einmal überhaupt keine Rolle, sondern ich habe natürlich auch während der Referenden recherchiert und dort auch auf Bitten der Besatzungsbehörden an einer Pressekonferenz teilgenommen, bei der ich aber klargemacht habe, ich bin hier kein Wahlbeobachter, der vom Kreml bestellt ist, sondern ich recherchiere für ein Buch. Das wurde auch korrekt ins Russische übersetzt. Wir haben die Reise selbst bezahlt. Wir waren ordnungsgemäß akkreditiert. Und es war auch nicht das erste Mal, dass ich in einem Kriegsgebiet bin und auch nicht das erste Mal, dass ich in einem Kriegsgebiet an Pressekonferenzen teilgenommen habe. Das hat die Universität Kiel zum Anlass genommen, meinen Lehrauftrag aufzuheben im Eilverfahren mit der Begründung, hätte dadurch Putins Angriffskrieg gerechtfertigt. Deswegen habe ich die Universität Kiel verklagt und das Verwaltungsgericht Schleswig-Holstein hat diesen Prozess geführt. Seine Uni schrieb BAP an, er möchte widerlegen. Zunächst einmal muss ich sagen, dass die Kammer mit ihrem Urteil Artikel 5 des Grundgesetzes die Pressefreiheit, aber auch die Freiheit von Forschung und Lehre gestärkt hat. Außerdem hat die Kammer ein wichtiges Zeichen richterlicher Unabhängigkeit und Unabhängigkeit der Justiz gesetzt, in einem schwierigen Umfeld, in einer Zeit, in der man bei manch anderen Gerichtsentscheidungen den Eindruck haben kann, die Lügen der Kriegstreiber genössen juristischen Schutz. Aber ein drittes, die Kammer hat mit ihrer Entscheidung auch, in meinen Augen, die freiheitlich-demokratische Grundordnung insgesamt gestärkt. Denn konstitutiver Bestandteil der freiheitlich-demokratischen Grundordnung ist nach höchstrichterlicher Rechtsprechung die Gesetzmäßigkeit der Verwaltung. Das bedeutet, man kann nicht einfach jemand vor die Tür setzen. Ein Verwaltungsakt muss nach Recht und Gesetz vollzogen werden. Ein außergewöhnlicher Duktus, den der Mann hier verwendet. Der Abstand zur unfreiwilligen Komik ist nicht grenzenlos. Dennoch gebe ich zu, dieser hohen Form der Sachlichkeit zugeneigt zu sein. Auch jetzt beim Vertrauen in den Rechtsstaat. Mein Vertrauen in die Unabhängigkeit der Justiz und in den Rechtsstaat ist gestärkt. Aber ich habe nie einen Zweifel gehabt, dass die freiheitlich-demokratische Grundordnung ein Wert an sich ist. Und ich finde, wenn in einer Zeit wie der heutigen jene, die auf dem Boden des Grundgesetzes und der freiheitlich-demokratischen Grundordnung stehen, die dem Friedensgebot des Grundgesetzes Leben einhauchen, die Artikel 5 des Grundgesetzes stärken und leben und die mitgewirkt haben am Aus- und Aufbau des Sozialstaats Deutschland. Wir haben einmal vom Modell Deutschland gesprochen unter Helmut Schmidt. Wenn diese Leute als Dissidenten gebrandmarkt werden, dann zeigt dies die Verkommenheit der heutigen Politikergeneration. Und es wurde hohe Zeit,
dass Richter in ihrer Unabhängigkeit dem etwas entgegen. In der Sache aber, und darauf kommt es ja an, ändert Barb seine Meinung nicht. Flavio von Witzleben fragt nach seinem Blick auf die Welt. Diese Frage ist abgründig, denn sie hat viele Aspekte. Wir erleben gerade das Ende der unipolaren Welt. Wir erleben aber dieses Ende der unipolaren Welt wie ein Tanz auf dem Vulkan am Rande eines atomaren Infernos. Der frühere Generalinspekteur der Bundeswehr, Harald Kujat, hat ja deutlich gemacht in einem Interview, dass die Gefahr, dass Deutschland in diesen Ukraine-Krieg hineingezogen wird, real ist. Und viele andere haben darauf aufmerksam gemacht, dass daraus sehr schnell ein Atomkrieg werden kann in Mitteleuropa. Der Außenpolitik-Experte, Politologe John Mearsheimer von der Universität Chicago hat gesagt, das Beste, was wir bekommen können, das ist nun eine Situation wie in Korea. Eine dauerhafte Spaltung des Kontinents. Aber das Gefährlichste, was wir kriegen können, das ist ein atomarer Schlagabtausch in Mitteleuropa. Wir sehen eine Supermacht, die Vereinigten Staaten, die um die Führung in der Welt kämpft. Sie hat es geschafft, die Europäische Union zu degradieren zu einer Reihe von Satrapenstaaten. Eine eigenständige europäische Außenpolitik gibt es in meinen Augen nicht mehr. Durch die Konfrontationspolitik in der Ukraine von beiden Seiten wurden Russland und China näher zueinander gerückt. Und der größte Teil der Staaten in den Vereinten Nationen folgt dem Westen nicht. Das ist die Situation, ich glaube, soweit korrekt beschrieben. Ja, und wenn man sich jetzt noch mal etwas näher mit dem größten Brandherd aktuell beschäftigt, mit der Ukraine, sind Sie, Herr Barb, sicherlich ein Ansprechpartner, dessen Expertise doch von besonders hoher Bedeutung ist, denn Sie waren selber vor Ort, Sie haben sich selber vor Ort angeschaut, wie die Lage ist. Sie waren im umkämpften Donbass-Gebiet während der Zeit der Referenden letztes Jahr im Herbst, Spätherbst. Wie waren denn Ihre Eindrücke vor Ort, Herr Barb? Meine Eindrücke sind zunächst so, dass Sie sich deutlich von der Propaganda in Moskau, aber auch der westlichen Propaganda unterscheiden. Und wenn wir über den Donbass sprechen, so dachte ich doch zunächst, als wir in Moskau gehört haben, naja, da werden in ein paar Tagen Referenden stattfinden. Klasse, Putin lässt wählen. Und vor Ort zeigen irgendwelche Uniformierten an den Leuten, wo sie ihr Kreuzchen machen dürfen. Und ich war sehr überrascht, dass sich die Menschen zu den Wahlurnen gedrängt haben, dass gestandene Männer Tränen in den Augen hatten, dass ältere Damen die Urnen gesegnet haben, dass Familien geschlossen zu den Wahllokalen gegangen sind. Die Menschen drängt es an die Seite der Russischen Föderation. Warum? Deswegen, weil dieser Krieg nicht 2022 im Februar begonnen hat, sondern im März 2014. Und seit dieser Zeit haben wir im Donbass Bürgerkrieg, nach UN-Angaben mit mehr als 14.000 Toten, davon mehr als 3.000 Zivilisten. Und das haben diese Menschen nicht vergessen. Sie sagen, wenn wir in der Ukraine einen einheitlichen Staat haben wollen, dann sollen sie uns wenigstens nicht beschießen. Und das ist eben nicht gegeben. Das heißt nicht, dass diese Referenden den Anforderungen an eine freie und geheime Wahl gerecht geworden seien. Darauf habe ich auch vor Ort hingewiesen. Würden Sie auch von Scheinreferenden sprechen? Ich würde nicht von Scheinreferenden reden, das ist westliche Propaganda, denn man muss respektieren, dass diese Referenden der Stimmung in der Bevölkerung Rechnung getragen haben, unabhängig davon, ob sie den Anforderungen an eine freie und geheime Wahl gerecht wurden. Zu den Formen der Propaganda in Russland und bei uns. Das unterscheidet sich in meinen Augen zunächst einmal so groß nicht. Also 14.000 Tote, mehr als 3.000 tote Zivilisten. Daraus macht Wladimir Putin, das ist Völkermord. Da muss ich sagen, das sehe ich so nicht. Also vom Totenzählen, vom Leichenzählen wird niemand mehr lebendig. Und ich will mir nicht zynisch sein. Aber das ist noch kein Völkermord. Zum Völkermord wird es dann, wenn führende ukrainische Politiker offen sagen, und das haben sie getan, wir müssen bei einer Rückeroberung die Krim
von allen Russen säubern und wir müssen auch den Donbass ethnisch säubern. Dann wird der Völkermord angekündigt. Das ist die russische Propaganda. Aber die westliche Propaganda sagt, in der Ukraine werden westliche Werte verteidigt. Dem kann ich nichts abgewinnen, denn in der Politik geht es nicht um Werte, sondern es geht um Interessen. Und für die Menschen vor Ort geht es ums schlichte Überleben. Und in der Zeit der schrittweisen Westintegration der Ukraine, wir reden hier von 30 Jahren, seit Beginn der 90er Jahre, ist der Durchschnittslohn in der Ukraine von 400 bis 500 Euro auf 200 bis 300 Euro herabgesunken. Das führt dazu, dass es 10 Millionen Menschen gibt in der Ukraine, die im Ausland arbeiten oder als Wanderarbeiter von Moskau bis Frankfurt unterwegs sind. Das sind Zahlen aus der Zeit vor dem Krieg von 2021. Die zugespitzte Frage, ist die ukrainische Regierung eine Marionettenregierung? Ich würde diese Regierung als Marionettenregierung des Westens bezeichnen, aus einem einfachen Grund. Auch vor dem Krieg war diese Regierung vollständig finanziell von westlichen Transferzahlungen und westlichen Krediten abhängig. Und diese Transferzahlungen waren an Auflagen geknüpft. Beispielsweise die Auflage, Land in öffentlicher Hand zu privatisieren, agrarische Flächen zu privatisieren, Sozialleistungen abzubauen, Gesundheitsstandards abzubauen. Und so hat diese westliche Politik zur Verarmung in der Ukraine beigetragen. Warum wollte der oder will der Westen die Ukraine verarmen? Der Westen will die Ukraine nicht verarmen. Der Westen hat wirtschaftliche und geostrategische Interessen in der Ukraine. Ich beginne mit den wirtschaftlichen Interessen. Die Ukraine ist eine Fläche etwa doppelt so groß wie die Bundesrepublik Deutschland. Dort gibt es relativ gut ausgebildete Arbeitskräfte auf relativ niedrigem finanziellen Niveau. Das heißt, durch die 10 Millionen Wanderarbeiter oder Arbeiter im Ausland aus der Ukraine entsteht in Deutschland, Polen und anderen Anrainerstaaten ein kontinuierlicher Druck auf die Löhne nach unten. That's capitalism. Ein Thema, welches nie fehlen darf. Annalena. Because we are fighting a war against Russia. Ich halte sie für überfordert. Ich halte sie für völlig ungeeignet zur Ausübung dieses Amtes. Sie bewegt sich völlig undiplomatisch. Ich möchte eine Geschichte erzählen aus unserer Reise. Wir steckten zeitweise in Südrussland fest, in Rostov am Don, und besuchten dort einen armenischen Markt. Die Marktwächter führten uns zur Mittagszeit zu einem kleinen Imbiss. Und die Betreiber, ein Ehepaar, hörten, dass wir uns hier auf Deutsch unterhalten beim Essen. Und dann kam die Frau des Betreibers raus und sagte, sagen Sie, denken die Deutschen wirklich so schlecht von uns, wie ihre Außenministerin daherredet? Und da hat man schon das Gefühl, man müsse sich für die Außenministerin schämen. Insgesamt habe ich den Eindruck, dass sie sich manchmal schwer tut, das abzulesen, was ihr in Abstimmung mit den Vereinigten Staaten aufs Blatt geschrieben wurde. Schämen Sie sich für die deutsche Außenministerin, Herr Barth? Ich habe mich in dieser Situation in Rostov am Don für die deutsche Außenministerin geschämt und ich empfinde das so, dass dies nicht meine Außenministerin ist. Sie vertritt offensichtlich nicht die Interessen des deutschen Volkes. Das hat sie ja auch gesagt. Wir werden die Ukraine unterstützen, unabhängig davon, was die Wähler zu Hause denken. So ähnlich hat sie sich ausgedrückt. Und wenn ihr das egal ist, was die Menschen in Deutschland denken, dann ist das nicht meine Ministerin. Das ist keine Ministerin, die die Interessen der Menschen in Deutschland vertritt. Sondern die Interessen aus den USA. Genau. Des Hegemons. Lernen mit Schlager, seine königliche Geilheit, Prinz Barb, zu den Medien. Meiner Meinung nach orientieren sich insbesondere die selbsternannten Qualitätsmedien unisono an staatlicher Propaganda, an amerikanischer Propaganda, an NATO-Propaganda und ukrainischer Propaganda. Es ist eine Berichterstattung, die der Realität in der Ukraine, insbesondere auch der Realität des Krieges, nicht gerecht wird. Die meisten Journalistinnen und Journalisten
sprechen hier über Dinge, von denen sie wenig wissen und schreiben voneinander ab. Hm. Pierre Bourdieu hat das in seinem Buch über das Fernsehen einmal deutlich gemacht. Er hat geschrieben, viele Journalisten wissen wenig über die Sachverhalte, über die sie berichten, und dann skandalisieren sie Dinge, die sie nicht verstehen, und fehlinformieren das Publikum, während Fachleute denken, das ist doch kein Skandal, es ist ja völlig klar, dass diese Entwicklung so verläuft. Und hier in der Ukraine haben wir ein klassisches Beispiel dafür. Da wird ein russischer Angriffskrieg, den es zweifelsohne gibt, ein völkerrechtswidriger Angriffskrieg, skandalisiert, indem man die Vorgeschichte weglässt. Und bereits 2016 hat ein Fachmann wie Richard Sackwar geschrieben, das wird in einem heißen Krieg enden. Und er hat geschrieben, das wird der Untergang Europas sein. Das ist der Selbstmord Europas. Und 2014 gab es einen Aufruf in der Zeit von namhaften Persönlichkeiten über die Parteigrenzen hinweg. Erhard Diepgen und solche Leute waren dabei, namhafte, untadelige Persönlichkeiten, die geschrieben haben in der Zeit, damals, vor fast 10 Jahren, wenn die Entwicklung so weitergeht, wird das im Krieg enden. Wir müssen mit Russland verhandeln über Sicherheitsgarantien. Stattdessen hat sich die NATO immer weiter ausgedehnt. Die Ukraine wurde eingeladen, der NATO anzugehören, der NATO beizutreten. Die Ukraine hat die Mitgliedschaft in der NATO in die Verfassung geschrieben. Die Ukraine hat den Donbass beschossen. Was kann man daraus lernen? Man kann daraus lernen, mit Bomben und Raketen löst man keine Minderheitsprobleme. Und indem man einen Krieg herbeiprovoziert, indem man ein Militärbündnis ausdehnt, das sich ja immer gegen solche richtet, die nicht dem Militärbündnis angehören. Indem man einen Krieg herbeiprovoziert, schafft man keinen Frieden. Alles gut, alles richtig, nur eins sollte man doch nicht außer Acht lassen. Was ist, wenn man keinen Frieden will, wenn man den Krieg will, wenn er ist Geschäftsmodell? Auf Patrick Barb, dass wir noch viel von ihm lesen. Ein Dossier. Mittwoch, der 6. September 2023, die kleine Audiodatei. Bleiben wir gleich in der Ukraine. Der Ost-West-Transmitter informiert gestern. Die Situation an der Front und die Misserfolge der ukrainischen Armee an der Front verändern die Einstellung der Ukrainer zu dem, was im Lande geschieht, dramatisch. Die ukrainische Stiftung für demokratische Initiativen, die von der britischen Botschaft finanziert wird, hat im Auftrag der Soros-Stiftung eine soziologische Umfrage durchgeführt. Es stellte sich heraus, dass 62% der Ukrainer die Korruption für den Hauptgrund für die Unfähigkeit der ukrainischen Streitkräfte halten, ihre Aufgaben zu lösen. Und nur 25% der Befragten vertrauen ihrer Regierung in Kiew. Ich habe mal versucht, dem auf den Grund zu gehen. Über die Bundeszentrale für politische Bildung gelangte ich zu einer Analyse aus dem Februar 2023. Diese fragte, wie zuverlässig sind die in der Ukraine erhobenen Umfragedaten. Hier wird eine Stiftung demokratische Initiativen erwähnt. Ich gehe davon aus, dass die Kollegen vom Ost-West-Transmitter diese meinen. Man findet auch eine umfangreiche Webseite von Ilko Kucheriff, Democratic Initiatives Foundation. Den vom Ost-West-Transmitter besprochenen Punkt habe ich nicht gefunden. Dennoch mal zwei interessante Sachen. Fast die Hälfte der Ukrainer, 49%, glaubt, dass sich die Ereignisse in der Ukraine in die richtige Richtung entwickeln. Etwa ein Drittel, 32%, denkt, dass sie sich in die falsche Richtung entwickeln. Der Rest ist sich nicht sicher. Zuletzt überwogen positive Einschätzungen. Vor allem nach der Wahl 2019 gab es Hoffnungen. Diese wurden nicht erfüllt. Natürlich muss die Kriegssituation berücksichtigt werden und auch die Tatsache, dass Millionen von Ukrainer ins Ausland geflohen sind, nicht wenige, wenn nicht sogar die meisten, ins Land des Aggressors, wie es so schön heißt. Und noch eine weitere Sache, fast 40% der Ukrainer glauben, dass seit der Unabhängigkeit der Ukraine mehr positive Ereignisse stattgefunden haben, während weitere 40% sagten, es hat ebenso viele positive wie negative Ereignisse gegeben. Hier sieht man schön deutlich, der höchste Anteil positiver Bewertung kam aus dem Westen des Landes, weniger im Süden und deutlich weniger im Osten. Also wie auch immer diese Umfragen einzuordnen sind, unsere generellen Einschätzungen werden hier auch wiedergegeben. Der Ost-West-Transmitter ist übrigens auf YouTube frei empfangbar, auch monetarisiert, scheint also mit den dortigen Nutzungsbedingungen unseres US-amerikanischen Hegemon nicht zu kollidieren. Das tut ein gewisses Schwarz-Rot-Gold-TV. Dieser ist in Österreich jetzt etwas bekannter. Hinter dem Sender steckt der deutsche Corona-Aktivist Wilfried Geißler. Der österreichische Kanal Auf 1 sendet dort täglich 6 bis 8 Uhr
und 18 bis 22 Uhr. Auf 1 publiziert, Großangriff aufs Medienkartell, auf 1 macht Fernsehen wieder frei. Ich sag mal, liebe Globalisten und Globalistinnen, Ton Ton, zieht euch warm an. Auf YouTube ist der Kanal Schwarz-Rot-Gold-TV gesperrt. Internet suchen auf Google führen zu einem uralten sozialen Projekt 2016. Die etwas freiere Suche mit DuckDuckGo führt auch zu nicht wirklich mehr. Ich gebe auch zu, noch nie etwas von dem Projekt gehört zu haben. Den Kameraden von Auf 1 kann man durchaus Glück wünschen. Sie betreiben ja zumindest eine anständige Öffentlichkeitsarbeit. Die macht auch unsere Außenministerin Annalena. Sie hat einen neuen Hit im Annalena-Ordner. Ich danke Rumänien, dass ihr eure Infrastruktur für die europäischen Solidaritätskorridore bei euch noch weiter ausbaut, um die Exportkapazität für ukrainisches Getreide bis Ende des Jahres auf 4 Millionen Tonnen pro Monat zu verdoppeln. Ukrainisches Getreide, kann man das irgendwo bestellen? In die Ukraine. Präsident Zelensky hat nach einem Truppenbesuch neue Ausrüstung versprochen. Großbritannien will die Wagner-Gruppe laut Medienberichten auf seine Liste terroristischer Organisationen setzen. Seit Beginn der russischen Invasion hat der ukrainische Geheimdienst mehr als 20.000 wehrpflichtige Männer an der Flucht gehindert. Die meisten wollten Richtung Rumänien und Moldau. Einige sind auch beim Überqueren des Flusses ertrunken. Es berichtet die Tagesschau. Die USA haben Nordkorea, die KDVR, ich ergänze, vor Waffenlieferungen an Russland gewarnt. Falls Pyongyang den Krieg gegen die Ukraine mit Rüstungsgeschäften unterstütze, werde dies kein gutes Licht auf Nordkorea werfen und sie werden in der internationalen Gemeinschaft einen Preis dafür zahlen, sagte der nationale Sicherheitsberater der USA Jake Sullivan. Nach US-Angaben plant Kim Jong-un ein Treffen mit Putin. Entsprechende Planungen können von russischer Seite nicht bestätigt werden. Die Tagesschau zitiert Putin-Sprecher Peskov. Der ukrainische Außenminister Kuleba fordert schnelle Taurus-Lieferungen aus Deutschland. Polen will massiv seinen Verteidigungsetat aufstocken. Der russische Verteidigungsminister Shoigu erklärte sich seinen Militärvertretern. Die Kämpfe konzentrieren sich derzeit in der Region Saporosche. Nach Angaben Russlands, ebenfalls Quelle Tagesschau, werden australische Drohnen für Angriffe auf russisches Territorium eingesetzt. Australien schließe sich damit der antirussischen Kampagne der USA an und lasse sich in den Konflikt in der Ukraine hineinziehen, so die Sprecherin des Außenministeriums Maria Sacharowa. Ein neues Foto soll es geben von dem verschollenen General Surovikin. Ein aktuelles Video soll einen zerstörten Challenger 2 Panzer in der Ukraine, in der Südukraine zeigen. Der Guardian berichtete, Russland hat nach eigenen Angaben zahlreiche ukrainische Drohnen über dem eigenen Staatsgebiet und der Krim abgeschossen. Auch gab es eine Drohne nordwestlich der Hauptstadt Moskau. Hierzu gibt es Spekulationen. Diese griff das Kompaktmagazin gestern auf. Ich hatte sie an dieser Stelle auch schon mal erwähnt. Würden diese Drohnen aus der Ukraine abgeschossen, müssten sie über Weißrussland. Von dort gibt es keine entsprechenden Bestätigungen. Das eröffnet auch die Möglichkeit, dass diese Drohnen aus den baltischen Staaten abgeschossen werden könnten, was eine weitere Eskalationsstufe bedeutet. Zurück zur Tagesschau. Der russische Verteidigungsminister Shoigu hat bei seinem gestrigen Treffen die ukrainische Gegenoffensive als völlig erfolglos bezeichnet. Die Tagesschau ergänzt, die Angaben von Shoigu lassen sich nicht unabhängig überprüfen. Die Ukraine hatte entgegen seiner Darstellung zuletzt von Fortschritten bei ihrer Offensive im Süden berichtet. Nach Weißrussland Präsident Alexander Lukaschenko traf sich mit der Vorsitzenden des Senats des usbekischen Parlaments, Tansila Nabarjewa. Man will den Handelsumsatz verdreifachen. Quelle Belta, die weißrussische Nachrichtenagentur. Im September wählen die Einwohner der neuen Regionen Russlands ihre Parlamente. Landesweit finden im September Kommunalwahlen statt. Ein neuer Moskwitsch geht in Serie. Das ehemalige Renault-Werk wurde von der Stadt Moskau übernommen. Jetzt werden dort wieder Moskwitsch gebaut. Human Rights Watch hat gestern seinen jährlichen Bericht über den weltweiten Einsatz von Streumunition veröffentlicht. Darin werden erstmals auch konkrete Fälle ukrainischer Kriegsverbrechen aufgezählt, nicht ohne pauschale Vorwürfe auch gegen Russland zu erheben. Zwei Vorfälle werden herausgehoben, diese bereits 2022. Der Bericht kritisiert die Entscheidung der USA, Streumunition in die Ukraine zu liefern. Außer den USA werden Estland, Israel und die Türkei im Zusammenhang mit der Bereitstellung dieser Waffengattung an Kiew erwähnt. Eine von der UNO gebildete Untersuchungskommission zur Ukraine hat am Montag bekannt gegeben, dass sie keine Beweise oder Anzeichen für von Russland zu verantwortenden Völkermord oder entsprechende Bestrebungen gefunden hat. Zum Sachverhalt berichtet die Tageszeitung Junge Welt. Boris Palmer besuchte Viktor Orban. Gestern Tübingen, Ungarn. Welch Allianz! Bald müssen Globen und Atlanten neu gekauft werden. Indien soll umbenannt werden in Bharat. Israel eröffnet eine Botschaft in Bahrain. Und in Bayern hat die Flugblatt-Affäre offensichtlich der Aiwanger-Partei genützt. Sie legt zu.
Puh, verstorben Gary White. Sehr schönes Lied, sehr schade. Und neue Lieder streamen heute die Stones. Wetter, Himmel und Sonne, Wetterwechsel kommende Woche. Machabu, Alternative Music.